Whoa, 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 whoa. Das hier verstehe ich nicht. Wenn ich über den Heiltrank laufe, ist es auch verlängert? Weil ich vorhin schon gemerkt habe, irgendwie auch nicht realisiert so richtig. Digga, diese Scheiß, die da schießt hier. Okay, also okay, das Spiel hat sich jetzt ganz verändert auf einmal. Digga. Falscher Knopf. Hey. Ich bin... Check ich gerade nicht. No joke, das ist... Krieg ich so viel Schaden oder warum geht der so schnell aus der Haltung? Ja, ich krieg so viel Schaden, ne? Geht auch so, ja, so geht's einigermaßen. Da krieg ich so viel Schaden. Deswegen sollen die Heiltränke droppen. Beim Aufsammeln wird's verlängert. Ist ja krass. Als ob ich einen Heiltrank nehmen würde. Deswegen gibt es so oft die Chance, Prozent Chance, dass die Heiltränke droppen. Und das heilt mich dann nicht, sondern das tut mir die Energie auffüllen. Das ist ja fast wie eine Heilung eigentlich. Okay, okay. Schau, wie lange ich es heute aushalte. Finde den gefangenen Nomaden in der Festung. Nimm das gesegnete Horn. Also ich hatte irgendwie gedacht, dass ich es bis jetzt unter Kontrolle habe, was ich hier mache, aber irgendwie ist es mir entglitten hier. Irgendwie ist es mir entglitten vor ein paar Minuten. Mit dem Leben hier, ey. Boah. Da werde ich sterben hier. Hab nicht die richtige Gestalt hier, oder? Geht, okay. Man kann nur hier lang. Das Spiel ist jetzt viel schneller geworden, ey. Boah. Also wenn du Game Sickness anfällig bist, dann ist bestimmt VR-Brille was für dich. Das ist am Beste. VR-Brille Main. Ah.
Mensch, ich brauche die Gestalt. Much. Too wild. Panic Roll hier. Will not take me. Ist hier da irgendwas? Deswegen braucht man so viel Leben, ne? Skillung geht voll auf Leben. Raus hier, okay, habe ich. Ist krass, wie sehr die Skillung auf Leben geht, ey. Verstehe ich. Ja, voll. Ich bin doch voll hier am Tanken die ganze Zeit. Je mehr Leben, desto länger hält die Gestalt, na klar. Aber ich habe noch keinen so ein Steinchen. Also wenn ich jetzt einen Teiltank aufsammle, kriege ich einen dazu und habe gleichzeitig... Und hab gleichzeitig Ding. Leben kriege ich erhöht. Boah, Alter. Dieser Damage hier. Kurz auf meine Gestalt warten. Ist ja klar, wenn mich das alles trifft, ist ja klar, dass ich dann... Kann aber halt nicht so lang weg... Boah, boah! Hey, was ist... Fettfinger? Hey, zumindest einer von denen muss jetzt doch... Hey, habe ich irgendwie Rüstung? Gibt's hier Rüstung kaputt und so? Ich habe sowas nie gesehen. Ich glaube, hier gibt's das gar nicht. Erhöhter Effekt für Aspekte. Okay. So, das ist so ein Primalspritter. Bewegungstempo verringert der Effektivität anzunehmen. Ausdauerschwelle. Fünf Trankslots. Jetzt geht's aber los hier. Fünf Trankslots. Kalt wieder schon. Gesundheit. Prozent haben wir trotzdem, verringert trotzdem die Gesundheit. 5, okay. Puh.
Ah, jetzt will ich trotzdem mal skillen, oder? 5 Punkte Lich rein. Ich glaube, hier waren es 8. Hier waren es 8. Und dann? Mann. Acht. Und dann hier. Da 4 rein. Nur 4. Das hier 1, 2. Nicht da, was es ist. Erhöht Crit. Angriffsgeschwindigkeit, Zaubergeschwindigkeit. Gut. Habe ich. Dann haben wir S. Nur hier. Nur hier bei ihr. Nur hier bei ihr. Weiß gar nicht, wo ich bin. 2 oben. Haben wir. Dann das Manschgal hier. Auf 2. Zack. Okay. Okay. Habe ich. Benutze das gesegnete Horn in der Tundra. Ja, gut. Tundra. Kann ich hier die 2 abgeben oder wie? Dann erstmal dahin. Echt wild, dieses Bild. Nein. Rüstung. Oh, Ausdauer. Minus aktuell pro Sekunde. Verringte Mana-Reg, Ausdauerschwelle. Nehme ich einfach mal wegen Ausdauer. Ist der jetzt, kriege ich Ausdauer so. Find ich wichtig. 656, 661. Okay. Okay, dann kann ich dir weggeben. Lass mal hier quatschen. Habe ich irgendwas gemacht für den? Bitteschön. 2 Quests kann ich hier abgeben, hat er gesagt. Yes. Yes, no, yes. Yes, no, yes. But. I see. Das ist schön. Ich gucke auch. Muss mal ein bisschen hier kurz Luft reinlassen. Ist ja Katastrophe so. Yes. Ja, 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 ja. Gut, habe ich auch gemacht. Fertig, Tundra. Ich muss das Horn in der Tundra nutzen. Jeden Fall gut mit den 5 Dingern. Wie das halt gar nichts bringt. Nutzt du, das bringt nichts mehr. Gut, dass ich jetzt wieder voller HP in den Kampf gehe. Jo, epische Brücke aufgebaut. Durchs Blasen. Betritt den Tempel. Erkunde den Tempel von her. Okay. Portal finden. Jupp. Wird gemacht. Will not take me.
Scheiße, habe ich zu spät gedrückt. Ich wollte noch die Gestalt behalten. Ey, die sind so... Oh, der... Oh, Gottes Willen. Ohne die Gestalt. Ich kann gar nicht so gegenhalten, wie der mich haut. Aber der ist trotzdem down. Okay, geil. Oh mein Gott, dieser Schaden, der reinkommt. Wie alles und jeder schießt hier auf mich. Kein Ding mehr. Kein Heiltrank mehr. Doch jetzt. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Boah, ich muss ja voll gegenheilen. Wie ich eben in der Scheiße dann stehe. Zum Glück droppen die irgendwie noch im Nachhinein. Scheiße, wieder falscher Weg oder was? Nicht gesehen hier. Ja, wird schon richtig sein. Ich gehe dann wieder irgendwie ab. Wird schon richtig sein. Und dann nach links irgendwann. Oh, nicht vor ihm stehen. Boah, ich war ganz kurz in der Gestalt und so weit wieder rausgekommen wegen Schaden. Oh, bei dem Schlag muss ich da weg. Ja, ich muss hier so da hoch, oder? Anders geht's ja nicht. Was ist mit der? Hallo? Leco Mio. Muss ich da jetzt reingehen und kiten oder was? Ja, vielleicht mal so einen ganz anderen Playstyle aneigen, mit kiten, mit rummachen. Mal schauen, mal schauen. Hat sich komplett geändert, der Scheiß auf einmal, von jetzt auf gleich. Ganz unangenehm. Ich weiß nicht, ob ich wirklich hier allem dodgen kann. Schau mal an, was da los ist. So, nur aufpassen, dass wenn er so komisch schlägt, dass ich nicht vor ihm bin. Ja, das zum Beispiel. Ja, schießt halt noch 10 auf mich. Boah. Oha, 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 noch mehr von denen gleichzeitig. Auf der anderen Seite auch. Okay, ist aber echt, echt krass, die Gegend. Die einen schießen, die anderen stampfen. Und du weißt gar nicht, ob du richtig bist. Die sind so krass. Auf der Range, wie die dann schießen. Und geht alles auf mich, ne? Hab kein Pad, nichts mehr.
Der auch? Ein scheiß Wolf sprüht irgendeine Kacke. Dem kannst du nicht alles ausweichen. Kannst du mir nicht erzählen. Ah, Bossraum oder wie? Scheint so. Oder zumindest so Elite. Oh nein, normale Gestalt. Oh mein Gott. Ja, nimm mal mehr. Werden immer mehr von denen. Die trollen mich doch hier. Yo! Star Wars hier. Ich sag's. Jetzt mal nicht alles kassieren, dass ich die Gestalt gleich verliere. Will ich auch doch mal ein bisschen drin bleiben hier. Yo, ich hab das. Das war so schnell, wie der schießt. Puh. Wahnsinn. Was ist jetzt? Komme ich jetzt in Feenwald oder was? Finde Grail. Grail Mel. Dann schauen wir mal, wo Grail Mel ist. Grail Melly. Ja, geht weiter mit diesem Psychose-Viecher, ne? Alles was so Frost und sowas ist, ich brauche hier so ein Anti-Frost-Ding hier. Schau mal, die einen bleiben stehen, spucken, die anderen schießen von 10 Kilometer. Die anderen stampfen bestimmt hier. Und chargen und oh. Oh mein Gott, so viel da wieder weg. Puh. Weiß ich, wo der Typ ist, steht ja nicht auf der Karte. Irgendwo wird er schon sein. Gefühlt sind nur noch Elite da auf einmal. Ganz krank. Was gibt mir das? Irgendwas. Ist nicht. Finde. Ja, wo kann der denn sein? Ja, wo bist du? Geh doch jetzt nicht so lang schnell. Was? Wieso? Ja, ich drück nur noch panische Sachen. Ich gesagt, bis vor einer halben Stunde habe ich gedacht, ich habe noch alles unter Kontrolle, aber seitdem nicht mehr, seitdem dieser andere Spell dazugekommen ist. Ah. Yo, kein Heiltrank, nichts hier. Zwei von denen? Geil.
me! Ich kann nicht mehr sitzen, Alter. Das irgendwie, das war's. Ich kann, das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Das sticht wie so eine Nadel. Jemand in Steißbein sticht die ganze Zeit. Mit so einem so Eispickel hämmert in den Rücken. Bei dem Spiel sitzt man auch so total komisch. Kann ich nicht weiter vorsitzen, dass das nicht so drückt oder was? So nach vorne? Nee, das geht auch nicht. Muss ich hier rechts gehen, glaube ich. Schon wieder die so Schamanen, hey. Wahnsinn. Ja, das ist ja nur noch Panik hier. Boah, wie kann denn der Schwierigkeitsgrad so krass gestiegen sein? Das ist jetzt nicht nur dreifaches verzehnfacht auf einmal. So wie als ob ich jetzt auf einmal Qualen spielen würde oder so. Und davor war es nicht Qual. Gab es irgendwo eine Frage beim NPC, den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen? Habe ich auch so mit Ja beantwortet oder was? Stürmt einfach einer irgendwo her. Krass, danke. Boah. Boah, okay. Your life, but how and you live alone. I have what? No. Ja, 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 ja. Who cares about that? I'm a steel Raye. Ist da jemand besonders hier? Alter, diese Wichser, ey. Ball 50, dann kann ich hier den dritten Ding das skillen. Also den anderen Spell noch skillen. Ich hoffe, das bringt mich ein bisschen weiter mit Schutz oder so. Weil so ist es nur noch Panik. Wow, 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 wow. Mann, wow, 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 wow. Krass.
Krass, als ob ich Glaskanone spielen würde. Grünen Gürtel. Oi! Lecco mio. Lecco mio, ey. Was da für Schaden reinkommt. Das ist abnormal. Wie komme ich denn ins Inventar rein? Grünen Gürtel. Isadors Grabwickel, Plattengürtel, Rüstung, Trankslots, 3 bloß? Rüstungswand erhöht Castgeschwindigkeit, erhöht Rüstung, 80% erhöhter Nikroschaden bei Kürz bei Set, Chance verdammt bei einem Treffer mit Nikroschen Zauber, sonst wenn 3 durch irgendeinem verdammt. Isadors Grabwickel, Cleansing Patreon Belt of Ox. Enge Scheiß, Ox da. Hier. Gürtel. Toxic Spider Silk Sash of the Giant. Na, ich hab den, ist ein grüner. Ist irgendein Setteil, Stufe 19. Nee, was ist das? Aber Rüstung 200 ist halt schon krass. 2 Trankslots weniger, 10 weniger Kälte, Widerstand, mehr Rüstung oder Kastgeschwindigkeit erhöht wird. Wenn ich jetzt hier wechsle, weiß ich nicht. Ach so, noch mehr Geld. Eine wilde, notwendige Robe anscheinend gedroppt wieder. Akolytinnen eingeweihten Robe. Hatten wir die nicht schon mal? Die Stufe 8? Wieso droppt hier Stufe 8 Item? Was ist das für Geschmarre? Stufe 8 Item. What the fuck? Jo! Hey! Achso, ich bin aus der Phase raus, wollte W drücken. Zum Chargen, ich bin aus der Phase raus auf einmal. Boah. Mich hinsetzen soll. Ich kann mich nicht hinsetzen, dass es nicht verflucht wie tut, Alter. Will not take me. Was muss ich machen? Ich muss irgendein Grab betreten, okay. Ich dachte, ich bin schon im Grab. Sieht auf jeden Fall so an. Puh. Locating the lance. Stimmt, dass der ganze Zeit einer. Oh Gott, hier sieht's. Oh Gott, das ist ein Böser.
und er wieder irgendwas fallen lässt. Um sich herum, wo man ja nicht kämpfen darf. Ah ja, das ist wieder sowas, wo man da rein muss. Ins Portal. Okay, schau mal, was der so macht. Schönes. Also der tut so AOE um sich herum. Der mich sofort aus der Gestalt rausholt. Okay. Den eingefroren da an, das ist schick. Ganz viele Flächen. Ads, komm auf. Okay. Oh, noch mehr Flächen. Oh. Noch mehr Flächen. Gut. Noch mehr Flächen. Noch mehr Flächen. Und, oh, fast gestorben noch. Plus. Was ist das jetzt? Okay, irgendwas habe ich kaputt gemacht. Irgendjemand befreit. I'll give you. Tell me more. Okay. The lance was found, and a bond was formed. Do you think we'll see Hierot before their fates intertwined? Let's go together. With mine. But for now, they focused on their gods. So, das war jetzt eine wilde Geschichte. Wieder leiser auf 60. Ich hab irgendeine krasse Götze bekommen. Reflektierter Schaden für Skelett, reflektierter Schaden für Skelettmagier, Chance, Diener auf Tötungsmacht zu betreffen, ja, glaube ich. Ist nichts für mich. Elementar Widerstand, Betäubungserhöhung, erhöhte Heilwirkung, erhöhte physischer Schaden. Aber mit Crit ist halt so eine Sache, ne? Aber ich werde trotzdem mal wechseln. Das rein. Blitzstand, Blitzzauberschaden, Elementar Widerstand gegen Gesundheit, verringerte Nahkampf, Angriffsgeschwindigkeit. Das ist halt wichtig, Nahkampfangriffsgeschwindigkeit, aber ich habe das Level 18. Mehr Ausdauer. Wichtig. Aber anscheinend doch nicht. Ein Ausdauer. Kältewiderstand. Aber bleibe ich jetzt in dem Gebiet oder was? Mana Gesundheit. Minus 2 Trankslots. Scheiße, sowas nehme ich nicht. Das ist ja noch besser hier. Scheiß auf Kältewiderstand. Kurz Kiste hier. Hallo? Kurz Kiste. Tue ich mal dieses Setting rein und die Götze rein. Den Rest verköwe ich erst einmal. Und weiß nicht, ob ich mich jetzt schlechter oder besser gemacht habe, wie immer. Yes, einkaufen. Relikt. Das Relikt ist. Oh. Das Relikt ist was? Achso, das da.
Okay, passt. Okay, passt. Gut, gut, gut. So. Zack. Of course, all that is yes. If what to be honest, of course, all that is yes. If what you to be honest, I can. Of course, all that is left is to take the lance. Ach so, brechen wir auf, lol. Also immer das Gleiche geklickt. Immer das Gleiche geklickt. Krass, krass, krass. Kehre zu Herod zurück. Okay. Was heißt zurück? Da war ich noch nie. Willst du mich trauen oder was? Ich hätte vielleicht doch diesen Kältewiderstandsding da nehmen sollen. Ne? Wow, 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 wow. Ich hätte doch vielleicht dieses Kältewiderstandsding nehmen sollen, ey. Oh. Spring mich an und ich bin eigentlich schon fast tot. Also wundert mich immer noch, dass der Schwierigkeitsgrad so heftig angezogen ist. So 10-mal schwerer als vorher. Vielleicht habe ich doch irgendwas geklickt oder so. Oder ich laufe einfach in jeden rein, der mich irgendwie one-shottet dann. Okay, ist was Neues, der macht Stachel auf dem Boden. Auffrischender Nomadengürtel des Wachstums. Trankslots 5. Okay, aber Kältewiderstand wird gut, aber trotzdem nehme ich das. Mehr Gesundheit. 729. Strong. Also Kältewiderstand wäre hier Pock, aber Länge in der Haltung ist more Pock. Länge der Haltung ist Mopok hier. Pockety-Pock! Ja, machen wir weiter. Brauchen wir uns für den einen dann nicht irgendwie schmutzig machen, die Hände. Die sind wir jetzt abgehoben einfach. Zack. Kapitel 8, es soll 10 geben. Hat mir ein Jeroka des Vertrauens gesagt. Ach, er schon wieder. Ist er nicht ein fallen Gott oder so? Sprich mit Grell. Final Blessing? Hab ich nächste Quest direkt. Hast recht. Also los. Reise nach Tiefhafen. Wegpunkt gesperrt. Der nächste Wegpunkt ist die Stadt, oder? Dann zum über den Fluss. Ich finde die Karte eigentlich ultra geil gemacht. Muss ich schon sehen, guys. So, dann da lang. Zack. Okay. Geschafft, ohne die Gestalt zu überleben. Nochmal traue ich mich das nicht hier. Hey, aber zum Glück habe ich diesen anderen Lootfilter jetzt, ey. Wäre ich ja komplett verloren. Ist das so schon
Ups. Ist ja so schon krass. Jo, Gestalt nicht verlieren, bitte. Okay, jetzt habe ich das aber nicht mehr, wenn ich über den Heiltrank laufe, dass sich verlängert das Ganze. So küsse ich immer das Scheiß mir gefunden. Ich will mir eigentlich angucken, dass ich ein bisschen weiter weg bin von dem. Wenn ich ganz nah rangehe, dann klipp ich. Habe ich so eingestellt. Deswegen kann ich anstatt 5 cm schon auch 10 cm Besprechung machen. Es geht auch gut. War doch ein bisschen lauter hier. Auch wenn es dann generell was gibt, aber ist ja egal. Sense spielen lassen. Jo, Rollmops. Oh, da kommen 1000 Engel auf einmal auf mich zu. Help. Hier. Ja, da wäre ich jetzt nicht so sicher. Ich glaube, dass der Tod dich schon taken wird. Früher oder später. Tiefhafen. Nochmal eine Stadt, oder wie? Anscheinend. Wir haben immer ein Problem. Sonst wäre ich nicht hier. Ja, ich weiß nicht, ob ich eine Chance habe. Ich solle keine Gnade zeigen. Ich soll keine Gnade zeigen für den LP-Kosten von Zaubern. Beziehungsaufbewahrung. So keine Gnade zeigen. Naja. So, und der Rest verkaufen hier. Hallo. Na, wie ist es? Es gibt ja echt in jedem Gebiet 100 Städte. Okay. Der nächste Punkt ist brennende Kai. Ah, der Kai, wenn er brennt. Stufe 50 steht hier. What? Was bin ich denn? C? 48? Ich gehöre da gar nicht hin. Oder? Was kann man denn da quatschen mit denen hier? Auf bald. Safe travels. Haben denn die Mobs oder die Gegner, die ich kille, haben die denn ein Level? Hab ich nicht gesehen. To be fair. Yes. Yes. Don't lose your way. Don't lose your way. Ja, ich werde mich schon nicht verlaufen. Keine Angst. Keine Angst, ich werde mich schon nicht verlaufen. Ich bin so einer, der immer straight nach der Karte geht und sich dann nicht verläuft. Dann nach GPS. Yo, was war das gerade? Da war gerade so eine Leine, so eine Straße auf der
am Ding. Mir kommt's vor, also früher, als ich noch zugeschlagen habe, hat sie es immer verlängert. Mir kommt's jetzt vor, je mehr ich zuschlage, desto schneller nimmt's ab. Weil die machen einfach so viel Schaden, ey. Alter, was die denn für Damage hier machen? Und es kommt immer mehr.